Willkommen zurück zu Scratches, werte Freunde. Wir sind hier bei dem zweiten Besuch oder erneuten Besuch. Wie heißt es richtig? Man kann das nämlich beim Speichern nachgucken. Der letzte Besuch, es ist der letzte leider schon. Okay, ja, zweiter Part. Wir sind ein sehr, motivationsloser Journalist, der irgendwie keinen Bock hat, sich hier etwas genauer umzuschauen. Aber nicht so schlimm, denn ich habe ja meine doch so aufmerksamen Zuschauer, die aufmerksamer sind wie ich. Der Martin Oi, die Fellux und noch ein paar andere haben geschrieben, dass beim Schuppen noch was, ja, gehen würde. Dann schauen wir uns das doch mal an. Und ich glaube, sie hat total baff reagiert. So nach dem Motto, ja, ich faile sogar beim Bonuskapitel. Ja, natürlich, hallo. Ich hätte nichts anderes erwartet. Könnte sich als nützlich erweisen. Und den hässlichen Eimer nimmt er mit. Womit er aber auch recht hat, das wird sich als nützlich erweisen. Ich habe da schon so einen Masterplan. Hier ist zwar kein Wasser mehr drin, aber hier war doch alles voll mit Schlamm, ne? Oder so Schlammwasser. Das ist ein kleiner Gartenteich voll Wasser. Ach so, okay. Ich habe das eher als so einen hässlichen Matsch interpretiert. Aber wenn das Wasser ist, ist es natürlich umso besser für mich. Moment, hatten wir das Inventar vom Grundspiel schon die ganze Zeit mit uns? Nee, oder? Das macht doch auch null Sinn. Hä? Ja, schaut mal, er hat hier das Artefakt für... Ach, also das ist jetzt buggy. Wieso? Muss ich nicht verstehen. Egal. So, wir haben ja da unten eine lästige Katze, wie wir das letzte Mal festgestellt haben. Und dem können wir eventuell nun ein Ende setzen. Es klang fast wie diese Viecher aus Hearthstone. okay. Ich denke mal, ich habe sie verjagt. Wenn es wirklich überhaupt eine Katze war, sah ein bisschen seltsam aus. Wir werden gleich wissen, was es ist. Ja, wobei ich glaube noch nicht mal, dass das unser spezieller Freund ist, denn wie schon erwähnt, der muss ja nicht da unten bleiben jetzt. Der kann sich jetzt sonst wo austoben. Naja, gucken wir mal, ob es noch da ist. Da lag ja ein Stein oder so. Ich wüsste nicht, was mit dem Stein sollte, aber bitte. Und der Preis ist ein Türgriff. Oh, ein Türgriff ist hingegen was Tolles. Die ist weg, ne? Ja, da kommen keine bösen Augen mehr. Und es krapscht auch nichts mehr nach mir. Sehr schön. Ein Türkniff. Hatten nicht zwei gefehlt? Ich überlege gerade. Hatte ich nicht an zwei Türen einen Türgriff vermisst? Auf jeden Fall hat einer bei der Küche, da habe ich mich auch so unglaublich geärgert, dass bei der Küche einer gefehlt hat. Deswegen will ich es hier zuerst... Ja, die Türgriffe waren bestimmt mal sehr wertvoll. Ah. Nee, aber das macht ja keinen Sinn. Da komme ich ja von der anderen Seite ran. Das ist mir egal. Ich will zur Küche. In seinem jetzigen Zustand ist das Esszimmer wenig einladend. Ja, das hast du schon mal gesagt. Also wundert euch nicht. Ich habe das Spiel falsch gespeichert. Ich konnte nochmal von vorne beginnen. Was ja von unserem Fortschritt her eine Sache von einer Minute war. Leider. Aber ich habe jetzt halt nicht wirklich erkundet, weil wir haben hier nichts gefunden. Beziehungsweise, er wollte ja nichts machen, der Depp. So, deswegen benutze den Türknauf. Wunderbar. So, ab jetzt... Ob diese Küche jemals sauber war? Bestimmt. Ab jetzt können wir uns hier wieder genauestens umschauen. Und nichts verpassen. So, ich glaube ja nicht, dass er sich irgendwas kochen will. Richtig spannend, denke ich, jetzt eventuell im Keller, den wir hoffentlich besuchen können, wenn da nicht schon wieder irgendwas kaputt ist. Hier geht gar nichts. Er schaut sich nichts an in diesem Kapitel. Es ist faszinierend, wie unglaublich straight das vorangeht. Hier, ja. Aber trotzdem. Meine Güte, nicht einmal die Gabeln wurden verschont. Meine Güte. Okay. Nicht einmal die Gabeln wurden verschont.
Ja, warum auch? Sogar der Kühlschrank wurde geplündert. Zum ersten Mal haben wir, glaube ich, Einblick in den Kühlschrank, ne? Sieht aber nicht unbedingt lecker aus. Oh, die Kellertür steht schon offen. Die Tür sieht ziemlich ramponiert aus. Dahinter scheint nichts von Interesse zu sein. Also versuche ich gar nicht erst, sie aufzustemmen. Faszinierend, ne? Er hat keine Ahnung, was dahinter ist, aber er sagt von vornherein, es lohnt sich nicht. Naja. Soll das bleiben lassen? Interessiert ihn nicht. Die Luft hier unten im Keller ist fast unerträglich. Die Wände triefen vor Nässe. Ja. Aber solange es nur das ist. Hier ist ein riesiger Heizofen, der mir aber trotzdem nicht groß genug vorkommt, um das ganze Haus heizen zu können. Mach mich nicht so hektisch, hey. Hier ist ein großer Heizofen. Kann nichts mitmachen. Hier ist ein riesiger Heizofen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte... Der mir trotzdem nicht groß genug vorkommt, um das ganze Haus heizen zu können. Moment, was habe ich denn jetzt mit? Ja, also man muss sich... Ich weiß nicht, warum das ist, weil ich neu... Das macht doch keinen Sinn, nur weil ich ein neues Spiel begonnen habe. Warum sollte ich kein neues Spiel beginnen dürfen? Aber egal, ich habe mein Putztuch wieder. Eigentlich. Würde mich mal interessieren, ob es theoretisch nicht zweckdienlich. Also irgendwie ist das buggy, weil ich könnte theoretisch ja, ich hätte jetzt das Tuch wahrscheinlich schon sonst wo benutzen können. Das finde ich jetzt total blöd, diesen Bug. Ich verstehe das auch gar nicht, warum. Hier ist ein riesiger Heizofen, ja, der mir aber trotzdem nicht groß genug vorkommt, um das ganze Haus heizen zu können. Ja, du wiederholst dich. Was ist das? Was ist das? Das ist was Neues. Reinigungsflüssigkeit. Aha. Willst du das auf dein Tuch schmieren? Cool. Und jetzt, was willst du pusten? Das ist ein gewöhnlicher Lumpen. Nein, es ist ein gewöhnlicher Lumpen mit Reinigungsflüssigkeit, Junge. Date dich ab. Ist ja unerhört. Okay, da wollen wir immer noch nicht rein. Da geht nix, da geht nix. Flaschen. Okay, was könnten wir denn putzen hier unten? Nö, macht keinen Sinn. Haben wir irgendwas Putzwürdiges gesehen? Außer mal von dem kompletten Haus abgesehen? Nein. Deswegen... abwarten. So, dann versuchen wir doch mal rauszugehen. Da haben wir ja dann auch noch einiges vor uns. Hier ist ein Weiterkommen unmöglich. Das Schloss ist festgerostet. Das will ich jetzt wissen. Wir speichern jetzt mal. So, ich speichere hier. Wobei, nee, das ist blöd, das... Stopp, zurück. Kann ich noch zurück? Weil das war mein Fail-Safe irgendwie, denn... Da ging irgendwie nichts mehr. So. Ich hoffe, es geht jetzt auch wieder. Na egal, ich probier's jetzt mal. Wir haben das Inventar von Dingens. Bug-mäßigerweise. Das muss nicht geölt werden. Okay, das ist schon mal beruhigend. Ich kann aber noch was probieren, was wir eigentlich nicht besitzen. Okay. Vielleicht kommen wir niemals raus. Das kann natürlich auch sein. Okay, dann hat sich das erledigt. Du willst es nicht putzen, oder? Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Gut. Aber es ist auch ein schöner Unterschied, weil hier wird immer alles vertont, was eigentlich vom Spiel gegeben ist. Also ich hätte jetzt kein Bug-Using getrieben. Wenn es geklappt hätte, hätte ich es geladen. Ohne Mist. Aber das sehe ich natürlich nicht ein, dass ich mich hier durchbacke. Aber ich wollte nur gucken, ob es ging. So, da wollte er ja nicht hoch, da hat er Angst um seine Knochen. Ja. Bringt mir jetzt nicht wirklich was, ne? Jetzt muss ich nur mal überlegen, habe ich in Part 1 irgendetwas gesehen, was ich unbedingt putzen will? Damit es vielleicht leslicher die Tür klemmt. Oder... Da ist nichts zu machen. Ist ersichtlicher. Ich gehe mal nach oben. Weil oben war ich jetzt ja eigentlich im Grunde noch nie. Also auch damit er mal oben war. wir gehen nochmal näher. Im Afrika-Zimmer. Aha.
Es wird immer interessanter. Das ist die Galerie, in der James Blackwood seinem exzentrischen Hobby nachging. Jo, aber Viel ist nicht mehr da. Es ist überhaupt nichts mehr da, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Interessant. Das scheint ein geheimer Lagerraum zu... Nur wertloser Müll. So, wir hatten das ja alles schon, deswegen... Ja, da war aber nichts, was ich jetzt putzen könnte. Warte mal, da liegt noch so ein gelber Ball. Ist der wertlos? Habe ich das schon mal gecheckt? Hallo? Ach nee, das ist gar kein Ball. Das ist so ein Ding. Ah, klar, macht Sinn. Damit wird es wahrscheinlich aufgeschlagen. Macht natürlich Sinn. Schaut mal, das Teil ist aber hier noch auf dem... Nee, ist es nicht. Das ist gar nicht das. Okay. Nee, ist nix. Hier ist gar nichts. In den dritten Stock wollte er nicht, das weiß ich noch. In dem Frauenzimmer, das so unglaublich ramponiert war. Früher war das wahrscheinlich ein gemütliches Zimmer. Mhm. Jetzt nicht mehr. Ach ja, das hat mich ja auch so geärgert, dass er da nicht zu dem Safe will. War hier sonst nichts mehr? Da ging er noch hin. Hatte ich da nicht irgendwas? Ach nee, ich glaube, ich hatte mich nur gewundert, wieso ich mir das hier... so angucken konnte, aber letztendlich ist hier gar nichts, ja. Okay. Eine Flasche Thalidomid. Ja, das hatten wir das letzte Irgendwo schon mal. Irgendwo habe ich etwas über dieses Arzneimittel gelesen. Ja, das wurde auch sehr schön von Cindy, glaube ich, Wikipediet. Beziehungsweise Felux hat es auch nochmal in eigenen Worten geschrieben. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Mein Hirn rattert schon viel zu sehr bezüglich, wo geht's weiter. Das ist mir gerade wichtiger. Wo könnte ich was putzen? Vor allem wozu? Hier, die Fenster. Ja, da waren so die Fenster, soll ich putzen, oder? Garantiert. Ach, der Lumpen ist zu trocken, um den Dreck wegzuwischen. Oh, nee, ey. Na, da kommt bestimmt kein Wasser mehr raus. Jetzt schickt er mich... Da ist ja kein Wasser mehr drin. Das könnte sich als nützlich erweisen. Also muss ich nochmal Wasser tanken gehen? Aber du hast... Oh, warum reicht denn das Reinigungsmittel? Du hast es doch gemacht, ne? Oder habe ich irgendwas... Ach, der Lumpen ist zu trocken, um den Dreck wegzuwischen. Ja, ja, hol mal nochmal Wasser, Mensch. Oh, das ist nochmal den Tümpel, da ist ja genug. Ja, wenn er den Tümpel, den Teich da weiter ausnutzt, dann werden wir irgendwann auch auf die Leiche stoßen, so rein zufällig. Das könnte natürlich auch sein. Er macht hier einen halben Hausputz und dann findet er die Leiche. Und dann denkt er sich, oh mein Gott, jetzt habe ich aus Versehen eine Story, ich hau schnell ab. Das traue ich dem Kerl zu. So. Das geht nicht. Warum? Vorhin ging's. Es ist noch genug Wasser da. Danke. Vollidiot. Ja, ich weiß, ich bin der Vollidiot. Ich hab falsch geklickt. Aber es macht viel mehr Spaß, dem Protagonisten die Schuld zu geben. Das ist viel lustiger. Also wieder hoch. Ist eigentlich mein Gruselbild noch hier? Wo hing das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Die meisten Bilder wurden ja eh abgehängt. Das sieht ja alles hier viel trostloser aus. Nur so, Früher hingen wohl mehrere Bilder in diesem Flur. Jetzt ist nur dieses hier übrig geblieben. Wahrscheinlich war es den Einbrechern einfach zu gruselig. Aber schade, dass sie da nicht das verfluchte Bild liegen gelassen haben. Hätte ja so schön zur wahren Story des Bildes gepasst. Naja. Aber das Bild, was da noch hängt, das ist wirklich ekelhaft. Da hängt sich sowas auf. Das Fenster scheint mit Dreck verkrustet zu sein. Ja, Mann. Deswegen. Hast jetzt deinen ultimativen Lumpen. Lumpen. Entschuldigung, Lumpen. Lumpen geht auch. Schön. Wunderschön hat er das gemacht. Er kommt hier zum Putzen. Ich werd verrückt. Okay, und was sind unsere neuesten Erkenntnisse dadurch in diesem Raum? Ein Klo. Nee, nee, muss ja etwas geben hier. Kann ja gar nicht anders.
Oh! Werden das Mistding liegen lassen? Ich weiß nicht genau warum, aber diese Maske gefällt mir gar nicht. Deswegen nehmen wir sie jetzt mit. Ich weiß nicht genau warum, aber diese Maske gefällt mir gar nicht. Okay, ich muss mal wieder rumblödeln. Einfach nur zum Test. Speichern. Nicht zweckdienlich, okay. Es wird wahrscheinlich nie gehen. Aber das finde ich auch gut so. Okay. Ja, super. Jetzt wissen wir, dass da die Maske liegt. Was habe ich jetzt davon? Soll ich sie putzen? Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Okay, ich hätte sie ja irgendwie zugetraut, weißt du. Willst du drüber reden? Da gibt es überhaupt keine Hinweise. Okay. Was bringt mir jetzt, es zu wissen, dass da die Maske liegt? Er nimmt sie auch nicht mit. Vielleicht war es ein Trigger-Effekt. Ich weiß, ich nutze dieses Wort viel zu oft. Steht drauf. Ja, das war's. Ich weiß jetzt, dass da eine Maske liegt. Und nu? Jetzt darf ich hängen. Kann doch nicht sein. Aber es wird so sein. Jeden Part hängen, das ist ja unglaublich cool. Lass mich nochmal überlegen. Ich musste das machen, um die Maske... Na gut, ich kann ja nichts an ihr machen. Ich habe ja eigentlich nur die drei Dinger hier. Und mitnehmen will er sie definitiv nicht. Er hat Angst davor. Ach, vielleicht passiert jetzt was Neues. Mal gucken. So, willst du mir irgendwas Neues sagen? Wie heißt der nochmal, der Held? Wie ist er nochmal? Ich hab's schon wieder verdrängt. Okay. Es passiert was? Was ist? Irgendwas war eben. Ich weiß nur nicht was. Also die Musik hat irgendwie... Die Musik ist gerade eklig und es hat kurz so komisch gestockt. Die Frage ist, warum? Soll ich in Michaels ehemaliges Zimmer gehen oder in eins von den Räumen? Ich gehe mal... Ich weiß nicht, wo ich hin soll jetzt. Ich gehe mal in Michaels Zimmer erstmal. Oh, die Musik ist gerade aber sehr... unheimlich. Nochmal hier reingucken. Das ist das Zimmer, in dem Michael Arthate an jenem schicksalhaften Wochenende schlief. Viel zu sehen gibt es hier nicht. Ja, ich weiß, ich war hier nie drin. Aber jetzt schon. Aber hier ist nichts Neues. Außer seine Kleidung, die kein Mensch wollte. Ein paar Bücher. Ne, hier ist nichts. Ich gehe. Mir gefällt das gerade gar nicht. Afrika-Zimmer. Ja, hopp schnell. Ich will nur mal kurz reingucken, ob sich was getan hat. Bei Catherines Zimmer glaube ich jetzt eher weniger. Ich gucke einfach mal schnell hier rein. Aber das wird doch Schwachsinn, dass hier jetzt was ist. Wir gehen wieder. Wir gehen einfach, wir versuchen mal rauszugehen. Irgendwas ist ja jetzt. Vielleicht jetzt nochmal runtergehen in den Keller? Also in den Katzenkeller? Wie ich es meine. Wir gehen mal runter. Mal schauen, ob was passiert. Bis jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal da rein. Die Musik hört auf hier unten. Das muss aber nicht unbedingt gut sein für mich. Bist du wieder da, mein Freund? Nein. Finde ich super, dann gehe ich wieder. Okay, war hier hinten noch irgendwas? Nee, ne? Irgendetwas. Was für ein süßer kleiner Teddybär. Sein Kopf ist fast abgerissen. Ja, ich weiß. Okay, ist nichts. Die Musik hat aufgehört. So bestialisch zu mir zu sein, das finde ich ja eigentlich gut.
Moment, Küche, Keller jetzt nochmal, in den richtigen Keller. Wüsste aber nicht warum. Ich versuche mal rauszugehen. Irgendwas muss doch jetzt sein. Oder war das jetzt mein Besuch und ich kann gehen? Tschüss. Ich habe eine Maske gesehen, das reicht mir für meine Story. Die Maske ist immer noch da. Nein, er will noch nicht wegfahren. Warum überrascht mich das überhaupt nicht? Na komm, wir holen uns noch einmal Wasser. Vielleicht sehen wir dann wirklich die Leiche von Catherine. Ich weiß, das ist natürlich Quatsch, aber... Warum nicht? Komm. Da ist sie wahrscheinlich eh noch drin. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Das hast du schon mal gesagt, dann hast du es gemacht. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Okay. Ich sehe auch keinen Sinn darin, mit dir hier rumzuschlappen und ich mach's trotzdem. Weil du bist sowas von... Aber schön, guck mal, wie ich die Fenster geputzt habe, ne? Fällt sofort auf. Ja, super, aber... Gruselige Musik, vielleicht muss ich doch in Catherines Zimmer. Weil da hat's halt angefangen. Und jetzt ist wieder alles cool. Catherines Zimmer habe ich als einziges ausgelassen. Das wäre schon fast typisch für mich, dass das ein Fehler war. Nö, hier hat sich auch nichts geändert. Den Safe will er sich immer noch nicht angucken. Da ist nichts. Okay, schade. Ah, Mann, ich würde gerne in die obere Etage. Aber das macht er ja nicht. Hier nochmal gucken bringt nichts. Nochmal sich die Maske angucken bringt auch nichts. Ja, ich häng mal wieder. Aber Leute, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe nämlich die 20 Minuten mal wieder bewältigt. Ich habe als Items, das habe ich alles schon benutzt, was ich als Items habe. Das bringt mir das ja nichts, ne? Das ist mein Diktiergerät. Damit mache ich mir Notizen über meinen Besuch auf Blackwood Manor. Ja. Guck dir mal die Notizen an. Das ist mein Journal. Nein, das ist nicht dein Journal. Du führst gar kein Journal. Du Lügner, du. Was, wenn ich das jetzt benutze? Dann backe ich das Spiel zu Tode wahrscheinlich. Oh, nee. Mit einem Kloß? Was ist das für ein... Das ist doch jetzt die Geschichte von Dingens, ne? Ja, ich bin bereit, das Ritual durchzuführen. Das dürften wir gar nicht besitzen. Ja, toll. Ja, nichtsdestotrotz, der Bug wird jetzt nicht daran schuld sein, dass wir hier erstmal schon wieder einen Hänger haben. Ich gehe jetzt zum Abschluss noch in die Küche. Und wenn da nichts Neues ist, dann lassen wir's. Ich habe die Maske gesehen. Ich versuch's gerade lob. Boah, ich habe mich gerade so erschrocken, ey. Ach, nee. Vergesst es. Ich hab echt schon Paranoia manchmal in so einem Spiel. Ich habe da echt gerade so ein Gesicht gesehen. Egal. Ich sollte nicht von der Maske reden. Die Maske. Die habe ich gesehen. Ich weiß, dass da oben eine Maske liegt. Was machen wir jetzt mit der Maske? Putzen wollt das nicht und was anderes habe ich nicht dabei. Also kann ich damit nichts machen. Noch nicht. Wie war das nochmal? Ach ja, du willst nicht raus, weil sie festgerostet ist. Kann ich dich nicht irgendwie doch überzeugen? Superlumpen, ich meine. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Putz den Rost weg. Oder brech die dumme Tür doch einfach auf, Mensch. Das wäre so einfach alles. Hier ist ein Weiterkommen unmöglich. Das Schloss ist festgerostet. Nee, er sagt ja eindeutig festgerostet. Ich kann natürlich diese alten Items, die ich nicht habe, kann ich auch nicht benutzen. Das muss nicht geölt werden, wie er schon sagt. Nö, keine Ahnung. Nur um sicher zu gehen. Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Meinst du das unterschiedliche? Nee, sind sie nicht. Es gibt nur diesen Türgriff zu betätigen. Und das will er nicht. Durchs Fenster steigen können wir auch nicht. Das wäre eigentlich eine coole Idee gewesen, wenn
ich mir gerade überlege, aber nein. Er will nicht. Gut, zum Abschluss gehen wir noch in den Keller. Wenn da nichts ist, dann war's das halt. Leider. Die Tür sieht ziemlich ramponiert aus. Wollte erst gar nicht probieren, unser Held. Dahinter scheint nichts von Interesse zu sein. Also versuche ich gar nicht erst, sie aufzustemmen. So, hier beginnt wieder die Musik ein bisschen unheimlicher zu werden, aber das ist ja normal für die Gegend. Das war auch vorhin schon so. Am Rädchen können wir nicht drehen. Am Ofen können wir nichts machen. Hier ist ein riesiger Heizofen, der mir aber trotzdem nicht groß genug vorkommt, um das ganze Haus heizen zu können. Nee, ich will noch nicht aufhören. Jetzt gucke ich mir doch noch mal ganz kurz die Maske zum Schluss an. Ich kann das nicht verstehen, dass er sowas Wichtiges einfach... Ja, Maske, hab Angst, will nimmer. Tschüss. Ich akzeptiere sein Verhalten nicht. Und ich akzeptiere es auch eigentlich nicht, dass ich in einem Bonuskapitel, das eigentlich unglaublich straightforward abläuft, mit unglaublich wenigen Hotspots, dass ich da dann trotzdem ablose und nicht weiter weiß. Das ist so beschämend. Gut, meine Adventure Skills in dem Sinne waren schon immer beschämend schlecht. Aber trotzdem. Oder hat er jetzt Bock hochzugehen? Ich werde nicht nach oben gehen. Okay. Es sieht dort zu dunkel aus. Und zu gefährlich. Gut, mein Held, gut. Ich glaube, jetzt guck dir die Maske nochmal an und überleg. Oder habe ich noch was anderes, was Kleines vielleicht übersehen? Ich meine, ich habe jetzt hell hier. So eine Maske hätte ich auch im Dunkeln abfühlen können. Ganz ehrlich, bringt's mir nicht irgendetwas jetzt, dass ich hier schön Licht in den Raum gebracht habe. Ist nicht vielleicht doch was in der Toilette? Nein. Nein, nein. Einfach nichts. Er bewundert noch nicht mal seine wunderschönen Fenster, die er gemacht hat. Und das ist alles nur der ein und selbe Interaktionspunkt, diese Badewanne. Moment mal. Ich will auch was sehen! Was ist denn jetzt los? Ich höre ein Monstergeräusch und er fährt weg? Hä? Ich verpasse hier gerade eine Videosequenz, glaube ich. Woraufhin... Als ich von Blackwood Manor wegfuhr, versuchte ich mir zusammenzureimen, was ich gerade gesehen hatte. Aber ich stand unter Schock und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Erst einige Tage später war ich imstande, mir ein Urteil über die Sache zu bilden. Inzwischen wurde Blackwood Manor abgerissen und ich bin jetzt zu dieser Schlussfolgerung gekommen. Fest steht, dass die Blackwoods mit Hilfe von diesem Dr. Milton ihren Sohn vor der Öffentlichkeit versteckt hielten, da er unter schweren Missbildungen litt. Unklar ist, ob er tatsächlich gefährlich war oder ob die Blackwoods einfach psychotisch waren. Womöglich gab es Streit, es kam eins zum anderen. Und endete mit dem Tod von Catherine Blackwood. Jetzt können wir mit diesem traurigen Kapitel in der Geschichte der Stadt Rothbury endlich abschließen. Doch es gibt da etwas, was ich nicht ganz erklären kann. Eine fehlende Verbindung, etwas, was nicht zusammenpasst. Die ganze Wahrheit über das Rätsel werden wir vielleicht nie erfahren. Ja, aber vorläufig müssen wir uns wohl damit begnügen. Ich begnüge mich damit überhaupt nicht, ey. Du hast mir eine Filmsequenz gestohlen. Die war anscheinend creepy. Oh, ich weiß nicht, was da los ist, Leute. Ihr habt es ja auch im Grundspiel schon gemerkt. Da passt einfach irgendwas nicht. Das liegt halt auch daran, ich habe ja nicht die Steam-Version gespielt. Die ist bestimmt super schön gepatcht. Und das hier ist so eine uralt PC-CD-Version. Die habe ich so auf den neuesten Stand gepatcht. Aber ja, vielleicht war das ein Fehler. Aber nee, ich konnte eh nicht anders. Ich habe die gepatcht, damit es überhaupt lief auf einem heutigen Windows. Davor hatte ich überhaupt keine Chance.
Aber dass da manchmal einfach Filmsequenzen anscheinend fehlen. Also ich gehe mal stark davon aus, er hat den Vorhang weggezogen. Wir haben dieses Monster gesehen. Was heißt Monster? Entschuldigung, das ist abwertend. Entstellte Kind eben. Beziehungsweise den entstellten Mann mittlerweile. Und dann ist er abgehauen. Tut mir leid, dass wir es nicht gesehen haben. Mich selbst ärgert es jetzt auch total. Also, ich habe genauso viel Frust wie ihr gerade. Und ich könnte es jetzt nachliefern. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle finde. Aber ich denke, man kann sich denken, was passiert ist. Man hat ja dann gesehen, wie er abgefahren ist. Und er hat die Story dann trotz seiner schlechten Recherche ansonsten doch ganz gut wiedergegeben. Das ist ja in etwa auch die, sind die Theorien, die wir hatten. Ja, Freunde, somit endet Scratches. Ich muss gerade echt nachdenken, wie das Spiel heißt. Ein letzter Besuch, es war wirklich der letzte. Denn das Ganze wurde abgerissen. Tja, schade drum. Zweiten Teil hätte ich mir gewünscht. Aber na gut, das war's nun endgültig. Und da wir mittlerweile auch schon mit Rogue Legacy fertig sind und somit nur zwei Projekte am Laufen haben, geht's mit dem Adventure-Genre im Anschluss weiter mit Still Life. Ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal.